Geehrte Geschwister, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, in einem Hadith, der unter anderem auch für Sahih befunden wurde, أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. Die bei Allah beliebtesten Menschen sind diejenigen, die den Menschen am nützlichsten sind. Du bist bei Allah Ta'ala dann beliebt, oder je nützlicher du für die Menschen bist insgesamt, desto beliebter bist du bei Allah Ta'ala. Und ich möchte heute über eine Persönlichkeit sprechen, auf die diese Worte im positiven Sinne sicherlich zutrifft, denn sie gehört zu denen, über die Allah Ta'ala sagte, radiyallahu anhum wa radu an. Allah Ta'ala ist wohlzufrieden mit ihnen und sie sind wohlzufrieden mit ihm. Und die folgenden Worte wurden herabgesandt und sie war mit involviert. Sie wurde durch die Herabsendung dieser Worte durch den Kontext geehrt, weil alle wussten, dass diese Person in diese Worte mit eingeschlossen ist. In den Worten Allahs: وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Und diejenigen, die in der Wohnstätte und im Glauben, im Iman, vor ihnen zu Hause waren. Ja? Hier geht es um die ersten Muslime. Lieben all die, wer zu ihnen ausgewandert ist, also die Ansar Medinas. Ja, die den Islam angenommen haben, lieben all diejenigen, die zu ihnen ausgewandert sind aus Mekka, die zuvor Muslime wurden, und empfinden in ihren Innersten kein Bedürfnis nach dem, was ihnen gegeben worden ist. Natürlich haben die Mekkaner, die Auswanderer, die Muhajirun, eine Starthilfe gebraucht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihnen finanzielle Zuwendungen zukommen lassen. Und die Ansar haben darin auch gewetteifert. Sie waren sogar dafür, dass ihr Besitz vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgeteilt wird. Aber dies bremste der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auch um den Ehrgeiz der Muhajirun dadurch zu fördern, ja, und vielleicht nicht eine Vorlage zu liefern für spätere gewandelte Gefühle unter den Ansar. Ja, dass dann vielleicht 2-3 Jahre Gedanken aufkommen wie, ah, warum wurde damals unser Vermögen so aufgeteilt, ja. So war psychologisch beiden Seiten geholfen. Und sie ziehen sie sich selbst vor. Das heißt, sie bevorzugen, dass ihren Geschwistern gegeben wird, und sie bevorzugen, dass ihr Besitz ihren Geschwistern gegeben wird. Von ihrem eigenen Besitz ihren Geschwistern gegeben wird. Auch wenn sie selbst Mangel erlitten, selbst wenn sie selbst leiden, materiell es ihnen nicht gut geht, sie selber hungern, sie selber dursten, sie selber hier und da noch Wünsche haben, beziehungsweise Bedürfnisse, ja, ein Bedürfnis definiert in der, im Fiqh des Islam, wenn man es nicht erfüllt bekommt, geht das Leben zwar weiter, aber mit einer Erschwernis. Und sie selbst haben Bedürfnisse gehabt, liebe Geschwister. Aber Allah Ta'ala spricht über diejenigen, die vor ihrer eigenen Habsucht bewahrt bleiben. Das sind diejenigen, die erfolgreich sind. Das sind diejenigen, die erfolgreich sind. Und die Person, über die wir heute sprechen, liebe Geschwister, sie war damals mit involviert im Spenden und im andere bevorzugen. Auch wenn es ihnen selbst nicht so super ging, materiell. Liebe Geschwister, einleitend möchte ich sagen, es handelt sich um eine Frau. Aber die Khutba des heutigen Tages ist nicht für die Frauen. Ansonsten müssten wir sagen, immer wenn wir von männlichen Personen reden, wären nur die Männer angesprochen. Aber genauso wie die Frauen sich selbst angesprochen fühlen durch die Geschichte eines Sahabis, eines Tabi'is, eines Gelehrten, einer rechtschaffenen männlichen Person, genauso wie sie sich angesprochen fühlen,
fühlen auch wir uns angesprochen als Männer, wenn wir von einer Sahabiya hören oder von einer Gelehrten hören oder von einer Asketin hören. Ja? Das heißt, die Khutba soll heute nicht verstanden werden als, heute hat er für die Frauen gesprochen. Ja? Als ob ich die letzten Wochen und Jahre für Männer gesprochen hätte, wenn ich männliche Persönlichkeiten thematisiert habe. Und das ist, wie gesagt, Quatsch. Egal, wenn wir über Kinder reden, fühlen sich auch die Älteren angesprochen. Wenn wir über Ältere sprechen, fühlen sich auch die Kinder angesprochen. Über Männer die Frauen und über Frauen die Männer. Das ist eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, liebe Geschwister. Zunächst einmal, sie nahm den Islam an in einer Zeit, in der es nicht Mode war. Ja? Omar hat gewisse Zuwendungen gestoppt, radiallahu anhu, in der Zeit seines Khalifats, weil er gesagt hat, ist nicht mehr nötig. Ja? Die Muslime sind stark, die Muslime sind rechtschaffen und beliebt. Wer den Islam annehmen möchte, der wird ihn annehmen. Er braucht keine besonderen Zuwendungen zusätzlich. Aber sie nahm den Islam in einer Zeit an, in der es nicht Mode war, in der er noch politisch gesehen am Wachsen war, um nicht zu sagen schwach, ja, weil wir das so nicht sagen wollen, ja, aber noch am Wachsen war. Ja, nicht umsonst musste der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam auswandern, liebe Geschwister, weil die Vollstärke noch nicht erreicht war im politischen Sinne. Obwohl ihr Ehemann dagegen gewesen ist. Der Ehemann war Polytheist gewesen, hatte viele Götter gehabt und er war dagegen, dass die Frau den Islam annimmt. Aber sie hat ihn angenommen. Sie hat ihn angenommen. Und als ihr Mann starb, sie war eine begehrte Frau gewesen. Ja? Und so war es nicht verwunderlich, dass Abu Talha al-Ansari, also der später dann auch Abu Talha, er wollte sie heiraten. Er machte ihr ein Heiratsangebot. Ja? Damals eine geschiedene Frau war nicht wie heute eine geschiedene Frau. So haben die Menschen damals gesunderweise nicht gedacht, wie wir heute teilweise denken. Aber sie schwieg. Abu Talha wunderte sich. Er ist reich. Er ist mutig. Er ist als Kämpfer bekannt. Er ist eine angesehene Persönlichkeit. Was stimmt an ihm nicht? Ja? Und er setzte nach. Und liebe Männer, wir müssen heutzutage auch nachsetzen. Das erste Nein dürfen wir nicht gleich akzeptieren. Ja? Und was sagte unsere Sahabiya? Um Sulaim, ihr Name. Sie sagte tatsächlich, du bist kein Mann, der abgewiesen wird. Also sie macht jetzt nicht auf Prinzessin. Ja? Sagte, du bist kein Mann, der abgewiesen wird. Aber ich bin Muslimin und du bist Polytheist. Und das passt nicht zusammen. Aber wenn du Muslim wirst, erspare ich dir die Brautgabe. Ja, sie wollte nicht die Brautgabe in die Höhe hochhandeln, nach dem Motto, ja, aber dann musst du schon ein bisschen was zahlen. Nee, darum ging es überhaupt nicht. Sie sagte, wir müssen zusammen leben, wir müssen zusammen eine Familie haben. Wie soll das passen? Geht nicht. Und Abu Talha, er war beeindruckt. Und er nahm den Islam an. Und er gab ihr kein Silberstück und kein Goldstück, was unüblich war, sondern dies war die offizielle Brautgabe, sein Islam. Und Sulaim, sie war die Erste, die diese bestätigte Praxis einführte. Also sie praktizierte dies und dies wurde vom Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam bestätigt als möglich. Sie ist also eine starke Persönlichkeit. Sie handelt aufgrund ihrer Überzeugungen. Ja? Sie lässt sich nicht in irgendeiner Form negativ beeinflussen. Sie trifft Entscheidungen für sich selbst. Wie sehr treffen wir Entscheidungen für uns selbst, liebe Geschwister? Es gibt so einen ganz praktischen Test, wenn wir am Einkaufen sind. Suchen wir die Markenware bewusst aus, weil wir könnten die No-Name-Kleidung nicht tragen oder wir könnten die Victory-Schuhe nicht anziehen? Fühlen wir uns besser, wenn wir so diese teure Kleidung anhaben, aber die auch als teuer angesehen wird? Manchmal ist es etwas teuer, weil es qualitativ ist, aber keine bekannte Marke ist offensiv irgendwie draufgestickt. Also wie beeinflussbar sind wir? Das ist so ein praktischer Test, liebe Geschwister. Sulaim, sie war es nicht. Sulaim, die Mutter. Ja, und die Väter sind jetzt gleichermaßen angesprochen. Hier geht es nicht um Mütter. Ja, hier geht es nicht um Ehefrauen. Hier geht es um Ehepartner, hier geht es um
Erziehungspersonen, ja, auch diejenigen, die keine Kinder haben, sagen, ah, ich bin großer Bruder, ich bin große Schwester oder ich werde mal Vater oder Mutter, inshallah. Was tat Sulaim mit ihrem jungen Sohn Anas? Was tun Mütter heutzutage? Sie suchen sich besondere Schulen aus, ja, bezahlen noch die Nachhilfe und die Lernhilfe und bringen die Kinder zum Vereinsleben und holen sie wieder ab und verwöhnen sie, ja, auch so ein bisschen Markenzeugs und Spielzeug etc. Sulaim, sie brachte Anas in die Ausbildung zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt, hier, das ist dein Lehrling. Und so Anas, hier, begleite ihn und lerne von ihm. Und sie sagte dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie gab ihm die Bitte mit, bitte mach Bittgebete für ihn. Ja? Das heißt, sie sorgte sich um die Ausbildung, um die religiöse Ausbildung ihrer Kinder. Manchmal, liebe Geschwister, sind wir zu sehr ums Materielle beschäftigt, ums Materielle besorgt und im Weltlichen beschäftigt. Aber die religiöse Erziehung ist ja, wir haben eine Prioritätenliste und wenn das noch möglich ist im Wochenplan, dann machen wir es noch und wenn es nicht möglich ist, khairan inshallah. Was khairan inshallah? Ja? Prioritäten bedeutet, richtig ordnen zu können. Was ist das Wichtigste, liebe Geschwister? Das Wichtigste ist unser Dien, unsere religiöse Erziehung, unsere religiöse Bildung. Ja? Die Erziehung sogar noch vor der Bildung. Weil wenn man religiös erzogen wird, man wird später mit 12, 13, 14 selbst die Bücher verschlingen. Weil man hat die Liebe zum Dien, man hat das Verständnis für den Dien. Anders als wenn man zwangsweise beschult wird, aber man versteht nicht warum und man hat keine Liebe dazu entwickelt. Dass man Liebe entwickelt. Ja? Liebe anerzogen bekommt, mit Liebe die Religion lebt und weiter vermittelt. Und Sulaim, sie war darin eine Meisterin. Weil was wurde aus Anas? Aus Anas, Ibn Malik, wurde derjenige, der am drittmeisten Hadith überlieferte. Abu Huraira müssen wir rausrechnen. Also eigentlich ist Anas an zweiter Stelle, weil Abu Huraira ist eine andere Liga einfach. Ja, ein anderer Planet, anderes Sonnensystem. Mit seinen über 5000 Hadithen, die er überlieferte. 5347. Ja. Ibn Omar ist in derselben Liga, überlieferte 2630. Und Anas war knapp dahinter mit 2286 Hadithen. Berichtete er über das Leben vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sodass wir alle Ausschnitte des Lebens des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bewahrt bekommen haben. Und ein Großteil daran hat Anas ibn Malik, beziehungsweise seine Mutter Sulaim. Seine Mutter Sulaim. Und der Prophet sprach ein Bittgebet für sie. Aber Sulaim war es gewesen, die ihn darum gebeten hat. Natürlich hat er es auch so gesprochen, aber hier geht es um den Eifer. Sie sagte, bitte spreche ein Bittgebet für ihn. Ja? Und wisst ihr, was Anas berichtet? Weil der Prophet Sulaim, er machte ein spezielles Bittgebet für ihn. Auch für weltliches Vermögen und für gesegnete Kinder. Anas, er wurde 103 Jahre alt. 103 Jahre alt. Ich meine, es ist der Sahabi, der am ältesten wurde. Ich konnte es nur nicht in der Zeit recherchieren. Und er sagte, und er war sehr reich gewesen, er sagte, ich habe Besitztümer im Überfluss. Und er sagte, an Kindern und Enkelkindern habe ich über 100. Hat es nicht so genau gezählt, ja. So über 100. Durch das segensreiche Bittgebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sulaim, wir sehen, wie sie immer ein positiver Faktor war und auch speziell in der Ehe. Wie sie der beeinflussende Faktor war und nicht der beeinflusste Faktor. Ja? Sehen wir es auch bestätigt. Manchmal hat sich hier und dort so, manchmal höre ich, das ist keine Kultur, aber manchmal höre ich so, ja, der Mann muss religiöser sein als die Frau, weil wenn die Frau religiöser ist, dann muss ja der Mann irgendwie erzogen werden von der Frau und das gebührt einem Mann nicht. Ja, so diese, manchmal hört man es. Es ist keine Kultur unter uns, aber manchmal hört man es. Bei Sulaim war es anders. Sie brachte ihren Mann zum Islam. Und sie war es auch, die spirituelle Führung, zumindest in bekannten Situationen, leistete für ihren Ehemann. Ein Beispiel, sie hatten einen kranken Sohn gehabt. Und Abu Talha, er kam nach einem harten, arbeitsreichen Tag nach Hause und er fragte, wie geht's unserem Sohn? Und Sulaim, sie sagte, er war noch nie so ruhig wie vorher.
Sie teilte aber den anderen Familienmitgliedern mit, sagt nicht, was mit dem Sohn passiert ist, sondern lasst zuerst mich mit ihm reden. Was war passiert? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, er war gestorben. Und was sagte sie? Er war noch nie so ruhig wie heute. Allahu Akbar, sie log nicht. Sie war weise gewesen. Und dann, ja, zauberte sie etwas mit ihren Händen an leckerem Essen. Ja, so Zauberei, ihr wisst, verboten, große Sünde, aber im Sinne von, ja, sie macht ein schönes Essen für ihren Mann. Und dann wird überliefert in Bukhari und in Muslim, ich berichte aus beiden Überlieferungen nun, dann machte sie sich schön, wie sie sich zuvor nie schön gemacht hat. Ja, für ihren Ehemann. Und sie schliefen miteinander. Und als dann der Ehemann in diesem Zustand war, er hat gegessen, er hat Intimität mit seiner Ehefrau genießen dürfen, dann sagte sie ihm, oh mein Ehemann, was hältst du von der Situation, dass wenn ein Haushalt etwas ausgeliehen bekommen hat und dann kommt der Ausleiher und bittet um die Leihgabe? Hat der Haushalt noch ein Anrecht auf die Leihgabe? Der Mann sagte, nein. Ja. Und dann sagte sie, dann freu dich auf die Belohnung Allah Ta'alas, der seine Leihgabe zu sich genommen hat, deinen Sohn. Subhanallah, auf welche Art und Weise sie ihrem Mann vermittelt, dass der Sohn verstorben ist. Ja? Nicht wie manchmal dieses Klischeebild von einer Frau weltweit vermittelt wird. Ja? Zusammenbrechen und heulen und ja? Ohnmächtig werden und Sachen sagen, die Allah Ta'ala nicht gebühren. Ja? Das Schicksal verantwortlich machen und so weiter. Nein, sie hat einen Plan gehabt. Sie konnte all ihre Gefühle. Natürlich hatte sie Gefühle gehabt. Ja, tendenziell in der Regel stärkere als der Mann, weil, ja, die Frau ist es, die trägt und gebärt und die stillt. Aber sie hat sich unter Kontrolle gehabt und sie konnte ihren Ehemann erziehen. Er war damit gar nicht einverstanden, auf diese Art und Weise, ja, das zu erfahren, weil nicht die Art und Weise, sondern es überhaupt zu erfahren. Er war unter Schock. Und was macht man, wenn man unter Schock steht? Man geht zu einem Imam. Er ging zum Propheten Muhammad zusammen und sagte, ja, guck, was hier passiert ist. Weil er war außer sich gewesen. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, möge Allah Ta'ala eure Nacht segnen. Ja, also er bestätigte das weise Vorgehen um Sulaims. Und ja, Abu Talha hatte insgesamt 9 Söhne, die alle den Koran auswendig gelernt haben. Ja. Wieder eine Situation, in der Sulaim die spirituelle Führungskraft in der Familie war. Ihr Ehemann Abu Talha, er berichtete ihr, dass der Prophet Muhammad schwach war, körperlich. Das hörte er aus seiner Stimme heraus, dass er Hunger hatte. Und er fragte, hast du etwas zu essen für ihn? Und sie besorgte ein Stück Brot und wickelte es in einen ihrer Schleier und gab es ihrem Sohn Anas mit, brach ihm noch ein Stück ab. Das ist auch diese kluge Erzieherin. Ja, nicht, dass der Sohn denkt, oh, warum kriege ich nichts? Ja, sondern sie gab ihrem Sohn etwas mit, sagte hier, den Rest bitte trag zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dieser hatte schon ein Gespür oder durch Hinabsendung Allah Ta'alas dafür, dass es von der Familie kam. Und mit ihm waren auch hungrige Menschen. Und er sagte Abu Talha, wir gehen jetzt zu dir mit den hungrigen Menschen. Und Abu Talha, er war verwirrt in dieser Situation. Ja, und er sprach zu Sulaim, Sulaim, hier kommen ja fast 100 Männer, 100 Menschen, die haben alle Hunger und wir haben nichts. Und sie sagte, Allah Ta'ala und sein Gesandter wissen es besser. Normalerweise müsste sie auch so verzweifelt sein. Jetzt kommen hier 100 Menschen auf uns zu und wir haben nichts zum Essen. Ja, wie kommen wir aus dieser Lage heraus? Ja, und ihr versteht auch den kulturellen Kontext der Gastfreundschaft, die bei allen Arabern stark verankert gewesen ist. Ja, und dann, ja, es gibt sogar diese verrückte Geschichte von einem Araber, der seinen Sohn geschlachtet hat, um seinen Gästen etwas anzubieten. Ja, ist aber noch vor der islamischen Zeit und sowieso ist eine verrückte Geschichte. Aber es gibt sie. Und einige Araber erzählen sie auch nicht ohne Stolz. Ja, aber die Gastfreundschaft. Aber nein, sie sagte, wenn das passiert, Allah Ta'ala und sein Gesandter, sie wissen es am besten. War selbstbewusst, Allah Ta'ala wird irgendeine Lösung bringen. Dieses Vertrauen, subhanallah. Was sich in solchen, also auf Allah Ta'ala Vertrauen bedeutet, nicht, dass man vorbereitet wird, du, in einer Stunde kommt eine Prüfung auf dich zu, der und der Art, und dann sagt man, okay, lass mich mal ganz kurz nochmal den Koran in diesen
in dieser Hinsicht durchstudieren und einige Hadithe und nochmal meine Schecha oder meinen Schech anrufen und dann am Ende bin ich für die Prüfung vorbereitet. Ist nicht so. Sondern Prüfung bedeutet immer, man ist irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt worden. Ja? Man ist irgendwie unvorbereitet. Und dann auf einmal, subhanallah, Prüfung. Aber seht ihr, sie war in einem Zustand des Dhikr gewesen. Sie war immer mit Allah Ta'ala verbunden und sagte, Allah Ta'ala und sein Gesandter, sie wissen es am besten. Ja, und der Prophet Muhammad sagt, Sulaim, was hast du bei dir? Und sie hatte einen Laib Brot und der Prophet Muhammad ersprach Bittgebete und es wird überliefert, dass in 10er-Gruppen 70 oder 80 Menschen bei ihnen insgesamt gegessen haben. Ja, Brot und etwas Butter hatte sie gehabt. Ja, Brot und etwas Butter hatte sie gehabt. Und 70 oder 80 Menschen. Das ist im Sahih Muslims und im Sahih Bukharis. Wir haben Iman an diese Dinge, die uns authentisch übermittelt werden. Ja, auch wenn sie vielleicht unserer Gewohnheit widersprechen oder unserem falsch programmierten Verstand widersprechen. Ja, aber wir haben es hier mit Allah Ta'ala zu tun und mit seinem entsandten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dem Initiierer des gesamten Seins, des gesamten Universums. Wenn wir Allah Ta'ala als Schöpfer des Universums akzeptieren, dann werden wir auch akzeptieren, dass Brot solche Segnungen entfalten konnte. Ja? Seht ihr diese Führungskraft im spirituellen Sinne? Und subhanallah, sie war eine fleißige Studentin gewesen. Sie war wissbegierig gewesen und sie nahm an den Runden des Propheten Muhammad s.a.w. teil, auch an denen speziell für Frauen und im Allgemeinen in der Moschee. Und sie war aber nicht nur eine Studentin, sondern sie war eine Studentensprecherin. Ja? Die Ansar, kulturell gesehen, waren auch etwas, was die, also vom Frauen- und Männerverständnis, sie hatten sehr starke Frauen gehabt im Vergleich zu den mekkanischen Frauen. Ja? Und Sulaim, sie sagte tatsächlich dem Propheten Muhammad, sie stellt ihm tatsächlich diese Frage, O Gesandter Allahs, sallallahu alaihi wasallam, was passiert, wenn eine Frau im Schlaf, ja, sie drückte das anders aus, aber verständlich, ich sage es jetzt klarer, wenn eine Frau im Schlaf einen Orgasmus hat, was passiert? Und der Prophet Muhammad antwortete, wenn sie Flüssigkeit vorfindet, dann muss sie auch eine komplette Dusche nehmen, ein Bad nehmen. Ja? Das heißt, sie scheute sich nicht, Fragen zu stellen. Sie scheute sich auch nicht, in diesem Bereich Fragen zu stellen, denn es muss ja geklärt werden. Es muss ja geklärt werden. Das heißt, sie war eine, nicht nur eine Ehefrau und eine Mutter und eine Gottvertrauende, ja, auf Allah Ta'ala Tawakkul habende. Ja. Sie war auch eine Sprecherin in der Gemeinde, im Sinne, auch im speziellen Sinne einer Studentensprecherin. Ja, ihre Scham hielt sie nicht davon ab, solche Fragen zu stellen und dennoch stellte sie diese Frage auf eine sehr schamhafte Art. Ja. Sinngemäß kann man das übersetzen mit, ja, was passiert, wenn eine Frau das sieht, was ein Mann sieht im Schlaf? Ja, und dann war es irgendwie schon klar, ja, der Prophet verstand. Sallallahu alaihi wasallam. Und sie war nicht nur eine Studentin im bequemen Sinne, so mal zur Moschee gehen, die ein paar Meterchen weit weg ist, ja, mal was berichtet bekommen von den anderen Sahabis und Sahabiyat, sondern sie unternahm deswegen auch Reisen, wie auch im Sahih Muslims überliefert wird. Und zwar, als sie schwanger war und kurz vor der Entbindung, unternahm sie Reisen mit ihrem Ehemann Abu Talha, um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu begleiten. Und es kam sogar fast dazu, dass sie außerhalb Medinas bei der Rückkehr hätte geboren. Grammatik muss man immer nachchecken, ja. Also es kam fast dazu, dass sie gebar. Aber sie strengte sich an, um in Medina zu gebären. Subhanallah. Wie im Sahih Imam Muslims überliefert wird. Das heißt, sie war wirklich, ja. Viele von uns, subhanallah, wie viele von uns haben eine Bildungsreise schon unternommen? Und die Möglichkeiten sind da, liebe Geschwister. Ja. Zack, Ryanair, ab nach Rabat. Dort gibt es mehrere Koran- und Arabisch-Schulen. Ja? Und günstig. Hier zahlt ihr für eine RMV-Karte mehr als für den Flug nach Rabat. Und gesundes Essen und gesunde Luft, subhanallah, und Koran und Hafs und Warsch und die arabische Sprache, Einzelunterricht, Gruppenunterricht, ja? Ausflug in die Wüste, Ausflug in die Stadt. Für wenig Geld, liebe Geschwister. Für wenig Geld. Und liebe Männer, ihr müsst auch nicht schwanger hingehen. Ja? Ihr habt es gewissermaßen leichter. Sie unternahmen Bildungsreisen während ihrer Schwangerschaft, subhanallah.
Und liebe Geschwister, es hört da noch nicht auf. Sie war auch eine Geschäftsfrau gewesen. Sie verpachtete Land. Und was machte sie mit dem Gewinn? Sie sorgte dafür, dass Geflüchtete aus Mekka den Gewinn bekamen. Ja. Sie hat eine gemeinnützige GmbH quasi gehabt. Ja. Hat ein Unternehmen geführt aus sozialen Zwecken. Ja, kann man nachlesen, auch im Sahih Muslims, ja, wie sie Gewinne erwirtschaftete aus ihrer Landverpachtung und dann am Ende den Propheten zukommen ließ und anderen zukommen ließ. Subhanallah. Ja. Geschäftstüchtigkeit, liebe Geschwister, ist auch etwas, was ich mit meinen 38 Jahren nicht bereue es irgendwie. So, warum habe ich nicht irgendwas gemacht im Leben? Sei es ein Online-Shop oder irgendwie kaufen, verkaufen oder ja. So natürlich, jedes Leben hat seinen eigenen Lauf, aber ich denke mir, ja, schade irgendwie so. Ja, aber mein Schade muss nicht euer Schade bedeuten. Ihr seid Maschallah jung, 15, 16, 22, ja. Auch mit Ende 40 seid ihr noch jung, Alhamdulillah, weil durch das Fasten erneuern sich unsere Zellen, Alhamdulillah. Sogenannte Autophagie, ja. Ist nie zu spät, vielleicht auch nicht für mich. Aber diese, Subhanallah, seht ihr diese universelle Persönlichkeit in Sulaim? Und es geht noch weiter, liebe Geschwister. In Schlachten war sie eine Krankenschwester. Ja, sie verpflegte die Verwundeten und sie gab den Kämpfern, also reichte den Kämpfern halt Wasser, ja, Wasserschläuche. Und es war jetzt nicht so, dass das irgendwie so eine Art abgeschirmtes Gebiet war und keine feindlichen Soldaten jemals dorthin gegangen wären, sondern sie hat auch einen Dolch gehabt für den Fall der Fälle. Ja. Falls es dazu gekommen wäre, ja. So, die richtig mutig, Subhanallah. Richtig mutig. Und mitfühlend. Ja, war eine Notärztin, kann man so sagen. Ja, eine Krankenpflegerin, eine Notärztin, Subhanallah, bewaffnet. Was für eine Persönlichkeit, Subhanallah. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Liebe Geschwister, über Sahabis zu reden ist immer, man kann nur eine Note 5 bekommen. Ja, weil es immer Mängel wird geben. Ja, weil was hätte ich noch alles sagen müssen, liebe Geschwister, aber am Tag des Gerichts seid ihr meine Zeugen, ihr alle musstet zur Arbeit, ja, und die Khutba durfte nicht länger werden. Wollen wir nochmal zusammenfassen? Subhanallah, wer diese Frau war, fasst es für euch zusammen. Ja? Sie war eine überzeugte Muslimin mit Vertrauen auf Allah Ta'ala. Sie hat sich nicht von anderen beeinflussen lassen. Sie war eine Beeinflusserin. Ja? Für ihre Ehemänner war sie eine Beeinflusserin. Für ihre Kinder war sie eine Beeinflusserin, eine Influencerin. Ja? Sie war eine Philanthropin. Sie trug gesellschaftliche Verantwortung. Sie war eine Geschäftsfrau gewesen. Sie war eine Erzieherin gewesen. Sie war eine Studentin gewesen. Sie war eine Studentensprecherin gewesen. Ja? All das war Sulaim gewesen, liebe Geschwister, und viel, viel mehr. Eine Notärztin, ja, die bewaffnet gewesen war, eine weise Erzieherin, Subhanallah, ja. Und ja, einige Dinge, die ich jetzt hier nicht thematisieren konnte, aufgrund der Zeit. Möge uns das alle motivieren, Männer wie Frauen gleichermaßen, liebe Geschwister, Männer wie Frauen gleichermaßen. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razak, Ya Raziq, Ya Wahib, Ya Latif, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Wadud. O Allah, wir bitten dich mit all deinen Namen, mit all deinen Namen, O Allah, bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten und Gefährtinnen und seine Familienangehörige insgesamt und lasse uns in deren Fußstapfen treten, O Allah. O Allah, bitte vergib uns unsere Sünden, unsere Mängel, unsere Nachlässigkeiten. O Allah, bitte rechtleite uns Tag für Tag, um dir noch mehr wohlgefällig zu leben, O Allah. Lass uns fünfmal am Tag aus Liebe und aus Sehnsucht zu dir beten und stärke uns durch unser Gebet, O Allah.
Hilf uns, dass wir die 6 Tage von diesem geehrten Monat Shawwal fasten, auf dass wir das ganze Leben, das ganze Jahr gefastet haben, O Allah. O Allah, bitte lass uns den Ramadan mitnehmen und bitte belohne uns für unsere Anstrengungen im Ramadan. Die Fastentage, die Gebetsnächte. Erfülle unsere Bittgebete, O Allah, im Ramadan und auch nach Ramadan, O Allah. Allahumma amin. O Allah, bitte lass uns auch Einsatz haben für Bekriegte, wie Sulaim es tat. Lass uns auch Einsatz haben, lass uns auch einsetzen für Arme und Bedürftige, wie es Sulaim tat, O Allah. Lass uns auch Erzieher sein, O Allah, für unsere Kinder, für unsere Ehemänner, für unsere Ehefrauen, für unsere Eltern, O Allah. Lass uns Stärken in die Welt tragen, Allahumma amin. O Allah, bitte schenk uns auch Erfolg in der Dunya, Allahumma amin. O Allah, bitte lass uns auch teilen, wenn wir wenig haben, O Allah. Allahumma amin. O Allah, bitte gib uns alles, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von ihr beten hat. Und schenke uns Zuflucht vor all dem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. O Allah, reinige unsere Herzen, füge unsere Herzen zusammen als Ummah, O Allah, mit der wir mitfühlen und mitleben, O Allah, und für die wir uns einsetzen. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.